Es ist richtig, dass die Amerikaner in ihrer Grundsatzentscheidung im Mai sich gegen die Anwendung von Wirkungsverstärkern ausgesprochen haben. Sie haben deswegen den traditionellen Impfstoff für die amerikanische Bevölkerung bestellt. Unter dieser Entscheidung leiden sie zurzeit, weil sie schlicht und einfach mit der Impfstoffproduktion nicht hinterherkommen. Deswegen hat der amerikanische Präsident Obama für Teile der USA inzwischen den Notstand, was die Grippesituation angeht, ausgerufen, weil man schlicht und einfach die Menschen nicht impfen kann, die sich gerne impfen lassen möchten. So sehen Sie, jede Entscheidung hat ihre Pros und ihre Cons. Die Amerikaner haben auf den Verstärker verzichtet, deswegen haben sie weniger Impfstoff bekommen.